Da geht's jetzt ab. Da geht's jetzt richtig ab. Jetzt will ich auch Gas geben. Wow, da hat's mal fett geblitzt. Wow, Alter, was für ein Overshoot. Ein Sprung auf einer Downhill ist halt auch so eine Sache. Geht! Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Unschwer zu erkennen sind wir heute mal in Serfaus unterwegs und ich bin eigentlich ziemlich privat unterwegs. Es ist nichts geskriptet, nichts geplant. Ich schaue mir den Bikepark heute einfach mal an. Vielleicht finde ich die eine oder andere Challenge und ja, ich würde sagen, rein ins Bike-Tagerl. Ready? Okay, das ist das erste Mal da in Serfaus. Es haben mir mittlerweile echt einige empfohlen, einmal da herzukommen. Und deshalb war ich auch dementsprechend gespannt, was auf mich zukommt. Und wir haben jetzt schon ein bisschen auf der Blue Line aufgewärmt, auf der Milky Way. Und jetzt schauen wir uns mal die Jumpline an. Wie witzig, ja. Kann man eh mehr ruhen lassen, wenn man dachte. Ja. Geil, Alter. Kann man weiter schießen. Also, das Coole an einem Bikepark, den man noch nicht kennt, ist, dass alles neu ist und somit auch ziemlich aufregend. Das Schlechte, man muss sich die Lines vorher mal anschauen, bevor man wirklich Gas geben kann. Oh, was haben wir denn? Am Anfang geht es wirklich mal darum, herauszufinden, was der Streckenverlauf und die Sprünge alles so erlauben. Oha, fett geboostet gleich. Kann mich leider nicht aus. Und ich muss sagen, mein Warm-Up-Run, der war eigentlich schon ziemlich schnell genug. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu schnell. Oh! Oh! Gerufen! Aber alles noch vertretbar, würde ich sagen. Oh! Ja. Bereits am ersten Run habe ich feststellen können, dass die Strada del Sole, also die Jumpline, ein sehr spaßiges Unterfangen ist. Und auf der Line haben wir auch direkt bald einmal einen Stopp einlegen müssen, weil das erste coole Feature dahergekommen ist. Okay, wir sind bei der ersten sehr interessanten Passage, die Serfaus zu bieten hat. Und zwar ist das ein Hipsprung, den was man auch clearen kann. Also da geht es in die Hip rein, da kann man gerade weiter schießen. Und ich glaube, da kommen jetzt auch gleich zwei. Und das ist insane. Jo! Irre! Der hat einen brutalen Inrun von oben. Kennt man da einer. Und dann kann man einfach Full Send gehen. Den fassen wir jetzt. Und das ist hart. Also das ist schon ein fetter Booster. Ziemlich perfekt eine. Wir haben uns dann dazu entschieden, die Jumpline gleich nur einmal zu fahren, damit wir uns die ganzen unterschiedlichen Sprünge ein bisschen einprägen haben können. Wow. Alter, was für ein Overshoot! Bist du besch***en! Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber mir macht das Ganze immer ein bisschen mehr Spaß, wenn ich nicht gleich alle Strecken nacheinander fahre. Da treffe ich auf so viele unterschiedliche Passagen, dass ich gefühlt den ganzen Tag keine einzige Strecke richtig fahren kann. Juhu! Aber das ist super smooth. Der geht auch ziemlich weit durch. Wow.
Mittlerweile waren wir schon zu dritt unterwegs und dann sind wir gleich mal auf das nächste interessante Feature gestoßen. Jawohl, nice. Let's go. Nice one. Ist da irgendwo der Drop, glaube ich, jetzt dann, oder? Sollen wir uns den mal anschauen? Wie viel Schwung braucht man da? Ganz wenig. Ganz wenig. Kann ich einmal vormachen. Servus. Ja, geht er? Geht schon. Berüchtigter Surfer aus Drop. Das ist echt chillig. Nice. Schauen wir das mal an. Lustig, lustig, tralalala. Jui. Nice. Aber echt langsam, ja. Die haben jetzt gar nicht so Spaß gemacht, irgendwie. Nach ein, zwei Runden auf der Jumpline habe ich eigentlich so gut wie jeden Sprung fahren können und es hat keine Überraschungsmomente mehr gegeben. Und somit war es an der Zeit, eine neue Line auszuprobieren. Also die Kurven sind geil. Downhill-Strecke. Ja, aber wenn schon Expert-Trail steht, dann ist das definitiv für ihn. Eine in die Downhiller, mal schauen. Langsam ist halt oft so schwierig. He? Gleich wie auf der Jumpline haben wir uns erstmal die Strecken anschauen müssen, um überhaupt gescheit fahren zu können. Gerade auf einer Downhill-Strecke möchte ich den ersten Run immer ziemlich vorsichtig angehen, weil man nie weiß, wie steil und rough das Ganze werden kann. Jo. Es geht gut. Das Ganze ist halt immer mit ein bisschen Schwung einfach netter. Ich glaube, da ist der geisteskranke Sprung. Gleich mal da, gell? Da hinten, ja. Okay, ich glaube, wir sind an der Challenge des heutigen Tages angelangt. Viel wüder werde ich heute nicht. Wir sind auf der Downhill-Strecke und da ist so ein richtig geiler Sprung. Und der geht da um. Gacklandung. Keiner ist dabei, außer der Flo, aber ich glaube nicht, dass der jetzt vor mir schießt mit dem Speed. Ja, nicht. Deshalb werde ich das jetzt auf Gefühl einmal anfahren. Ganz eine andere Art von Sprung, ziemlich schmal, ziemlich weit und ziemlich lustig hoffentlich. Ich schau mal das an. Schauen, dass der keiner daher kommt. Das ist ganz giftig. Die Speed-Frage ist eine gute Frage. Ein Sprung auf einer Downhill ist halt eine Sache. Es ist immer eher auf der sketchy Seite. Ich glaube, ehrlich gesagt, starten wir da. Okay, ready? Jo! Auf geht's. Wow, holy shit! Alter, geil, aber sau smooth Landung, oder? Bist deppert. Oben kommt eh keiner, oder? Der Uphill. Fuck! Mit den neuen Schuhen haben wir da Ultra Grip. An dem Punkt muss ich kurz mal stoppen und die Lage erklären. Bevor der ganze Bike-Tag halt gestartet habe, habe ich mir erst einmal neue Schuhe kaufen müssen, weil ich meine Schuhe irgendwie daheim vergessen habe. Das war nicht unbedingt der beste Start in den Tag, aber ich muss auch sagen, meine Schuhe, die hatten sowieso mal ersetzt werden müssen und somit habe ich das Problem für die Zukunft schon mal gelöst. Egal ob gewollt oder ungewollt. Ich wollte vorher schon dir haben. Ich habe mir halt neue Schuhe gekauft. Du? Ja. B
bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem heutigen Plan. Es muss nicht einfach so richtig auf Druck gehen. Für mich war das jetzt eigentlich Challenge genug. Weiter geht's. Das geht schon. Und die Downhill-Line war definitiv eine befahrbare Line, die nie so richtig hart geworden ist, dass man ansteigen hätte müssen. Es ging auch, wenn man es weiß, aber muss man halt wissen. Aber man sollte sich vorher trotzdem immer ein paar Linien ausschauen, die man fahren kann, um die Passagen so gut wie möglich zu überwinden. Weil das macht so eine schwierige, wurzelige Stö viel einfacher, wie man anfangs denkt. Okay, das ist mal die Downhiller. Natürlich fahrtechnisch sehr, sehr mau. Gesehen haben wir es einmal. Mal schauen. Mal schauen, wie der geht jetzt. Ich weiß nicht mal, was die richtige Leine ist. Aber das mal kurz. Das ist schon richtig, aber da. Da weiß ich immer, wo es hingeht. Ah, das ist da. Der zweite Run läuft schon viel besser. Cornering hier. Oh, sorry. Achtung. Puh, alles gut, oder? Ja. Fette Wurzel, was das jetzt schon. Da kommen wir gappen. Das sieht passend damit. Ah. Ja, Nobe, Alter. So, da Jungs und Mädels. Servus. Da ist er mulch. Material mulch. Schon. Das war der Flur einfach so brutal hart. Ein Tag alt, der Waffen, das Radl, alles. Erster Tag Einsatz und schon alles hin. So ganz rund ist der Tag aber dann doch nicht gelaufen. Zuerst habe ich meine Schuhe daheim vergessen und dann haben wir auch noch einen Platten gehabt. Das Problem war aber gleich mal nach 20 bis 30 Minuten wieder behoben und die Erkundung von Serfaus hat weitergehen können. Wenn da nicht der plötzliche Wetterumschwung gewesen war. So, Serfaus läuft gut bis her. Und jetzt kommt ein grandioses, geisteskrankes Wetter gerade rein. Jetzt werden wir uns noch einen Run reinschmeißen und dann ist das gewesen wahrscheinlich vom heutigen Tag. Gell. Auf geht's! Ich hab nur die besten Klamotten dafür. Geiles Offenwetter! Wow, holy shit, da hat es mal fett geblitzt. Scheiße. So geil. Alter. Weiter gleich. Da geht es ab. Da geht es richtig ab. Jetzt will ich noch Gas geben. Alter. Ja oder rot? Ja, rot natürlich.
Sehr also. Das ist auch sick, Alter. Timber. Holy shit. Okay. Schon mich gefreut, war geil. Ja. Alrighty, das war's von Surf aus. Ziemlich kranker Tag gewesen, krankes Wetter jetzt noch am Start. Ich glaube, jetzt ballert's mal so richtig schier rein. Vielleicht filme ich noch ein bisschen was mit. Aber mal schauen, vielleicht verstecken wir uns jetzt einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mal ein Like da, abonniert meinen Channel und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und habe die Ehre. Ciao.